siebte Folge und 70er Jahre. Wir sind 1971. Genau, 1971. Blue, Joni Mitchell, 36 Minuten lang. Knapp 50 Jahre alt. Also ja, wir haben das ja letztes Mal ausgewählt, wir merken nicht, dass wir bis jetzt noch keine Musik von einer Frau angeschaut haben. Und ich habe das Album halt schon irgendwie so ein bisschen erkannt, so vom Namen her. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass es bei den Rolling Stones Top 500 Alben Platz 3 sogar ist. Und ich habe gedacht, das müssen wir mal hören. Genau, das muss ja gut sein. Ist es denn auch gut gewesen? Wenn wir jetzt schon so ein bisschen Zusammenfassung machen. Ja, also ich würde sagen, es ist sicher ein gutes Album. Aber es ist jetzt nicht so etwas, was mir sonst gönnen. Also es kann jetzt nicht das unbedingt nochmal los, abgesehen von ein paar Lieder. Ja, kann man mal nicht immer alles hören. Völlig richtig. Ich merke einfach immer mehr, dass das, was wir schon x-mal hatten jetzt, in diesen 7 Folgen. Es ist einfach Musik, die man bewusst hört. Ja. Also da sitzt es halt auch an. Sollte vielleicht ein bisschen guter Stimmung sein, weil es ist ein bisschen blue. Alles. Ja. Thema, da kommen wir sicher noch drauf. Keine Ahnung, es kann auch Herbstzeit, dunkel, ein Tee dazu. Mhm. Ein warmes Getränk. Ja, und dann einfach, ist natürlich sehr textlastig. Das sehr. Ganze. Aber gut, Englisch können natürlich, dass man das versteht. Und ich glaube, man hört es am besten halt dann mehrmals. Bis man so den der Hintergrund sind versteht. Wie viel Mal hast du jetzt gelost? Also ich habe es einmal eben so halb gelost, weil ich nichts bringt. Und dann einmal so richtig. Und dort habe ich mir Text dazu genommen. Mhm. Also ich bin dort auch auf Genius gegangen. Ja, dort ist alles drauf, was ich kommentiert. Das ist wirklich gut. Empfiehlt sich sicher auch zu dem Album. Ja, ich habe es echt gleich gemacht. Ich habe einmal mit Text dabei gelost und einmal ohne. Aber ich finde auch so allgemein, also ich jetzt, wo gut Englisch kann, habe so ohne Text jetzt dabei zu haben, einen Großteil verstanden. Also jetzt nicht so, weil eben, also es ist relativ immer simpel von der. Ja, meinst du, aber ist die Lyrik jetzt nicht auch noch ein bisschen groß? Es ist ja nicht immer. Ja, schon klar, verstehe ich es mehr, wenn ich Text dabei habe. Ich meine es jetzt nicht, wie jetzt mir bei Radio erkannt, dass du manche Stellen absolut nicht verstehst, also so viel Musik zu hören. Nein, das versteht man sehr gut, das stimmt. Ja. Akustisch zu verstehen ist kein Problem. Mhm. Tiefere Sinn zu ergründen ist ein anderes Thema. Aber da erfährst du auch nicht unbedingt gerade, wenn es los ist, sondern du musst vielleicht mal drüber nachstudieren. Ja. Oder nur den Text lesen kann man ja auch, wenn man ein bisschen tiefer drin ist. Mhm. Ja, nur wegen dem tieferen Sinn. Also ich habe dort irgendwo gelesen, so, dass sie so gesagt hat, ihre Lieder haben eigentlich nicht so viel Subtext, weil sie sagt eigentlich einfach alles, was sie meint. Und jetzt nicht so, okay, also vielleicht ist auch so gemeint, dass jetzt nicht irgendwie metaphorisch und so ist, wie es ja bei anderen Sachen, bei anderen Musikern zum Teil ist Text. Aber ich habe das Gefühl, es ist immer so eine Erzählung. Also so meint sie es, glaube ich. Ja, da glaube ich schon, sie ist, glaube auch viel aus ihrem Leben. Ja, also es wirkt sehr persönlich. Aus dieser Zeit. Ende 60er, wahrscheinlich Anfang 70er Jahre, wo es noch entstanden ist. Mhm. Ja, was nicht, sollen wir mal der Reihe noch durchgehen? Ja. Ein 10 Titel. Wenn wir Schallplatte haben, ist es 5 und 5. Schön halbiert. Und er startet mit All I Want. Mhm. Auch da, das ist ein bisschen musikalisch, besteht eigentlich, also nicht so die Grundform von Vers und wie heißt es? Refrain ist dann das andere Sprache. So eigentlich für mich nur aus Strophen, aus Vers. Mhm. Musikalisch sind aber so ein bisschen zwei Themen, die sich dann schon ein bisschen abwechseln, wenn es so schnell rausgehört. Ja, Joni Mitchell singt und ich bin der Meinung, man hört zwei Gitarren, akustische Gitarren. Ja, mehrere, hätte ich aufgeschrieben. Also es sind nur eine, sondern es sind doch schon zwei. Ja, also ich denke es. Ja, was ist dir da aufgefallen? Ja, also Eyeline, wo glaube so ich das Lied so selber fasst, ist Do you see how you hurt me? So I hurt you too. Also irgendwie, es ist so eine Beziehung und sie tun sich beide verletzen. Also sie verletzt ihn, weil er sie verletzt und so. Und sie erwähnt auch noch Reisen,
und Reisen kommt noch auch noch ein paar Mal vor. Mhm. Oder dass sie halt einfach nicht. Also Europa ist sie wie ein paar Lieder. Verschiedene Orte Europas halt nicht mehr in den Staaten. Ich habe eigentlich auch nachher gelesen, das war auch so. Seit in Griechenland und in anderen Orten in Europa. Mhm. Ja, ich würde es gerade um Trennungen, also Beziehung. Ja. Oder auch, ja, ist einfach nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. So der Einstieg, wenn man dann irgendwo so beim. Ich habe gerade nachher jetzt wieder nicht mehr gestummen und ich habe nicht mehr so darauf geachtet. So, und auf jeden Fall auch da das Wort Blue vor. Genau. Ich habe gedacht, ah, zieht sich das jetzt durch oder jeder? Aber es ist nicht so, es wird irgendwann mal gebrochen. Mhm. Ja, also Blue ja im Sinn von traurig. Ja, ja, klar. Ja, ich will ja, also, wir kommen jetzt schon zum zweiten gehen. Mhm. My Old Man. Da ist dann nicht mehr Gitarre, sondern Klavier. Nur Klavier, habe ich geschrieben. Ja, ist nur ein Klavier, das es begleitet. Mhm. Und da ich zuerst denke, das wäre so über irgendwie ihren Vater, weil man so My Old Man ist ja so redewendig für, ah ja, mein Vater, mein Alter, so. Aber es ist einfach eigentlich da auch irgendwie ihren Freund, glaube ich, gemeint. Weil spätestens bei der Line irgendwie so ja, es betest den Lehrer und so. Dann ist ja schon klar, dass es um Beziehung geht. Und da geht es auch noch um Ehe, habe ich verstanden, so, weil sie sagt irgendwie so, ja, irgendwie, wir sind auch miteinander, nicht nur wegen Piece of Paper from the City Hall, also nicht nur wegen Ehe, also Ehe. So we don't need a piece of paper. Ja, genau, so meine ich. Also, ich nehme an, das ist so die Ehe auf Papier, so halt ohne da. Mhm. Ja, wir sind so in einer Beziehung, dass sie nicht eine Ehe brauchen, das ist eben ein Piece of Paper from the City Hall, um das zu bestätigen. Mhm. Da habe ich auch so, ja, das kommt im Refrain immer wieder, ist das ja wiederholt. Ja, und da kommt auch Blue vor. Da kommt auch Blue vor, ja. Ah, genau, irgendwie so, ja, so, sie ist nicht mehr Blue, wenn er dort ist. Mhm. So besetzt sie. Ja, da ist so eine normale Abfolge mit Vers, Refrain und dann hat es noch. Also die Übergangsteil oder ein dritte musikalische, nicht Form, aber ein Teil drin. Bei Genesis ist jetzt gestanden Bridge. Ja, Bridge ist so. Ist ein Übergang wo so, ja. Wo glaube ich nur einmal kommt. Ja, aber der kommt jetzt da zum Beispiel zweimal vor. Ah, okay, ja dann. Stimmt da? Nein, das stimmt nicht. Muss rausschneiden. Kommt er nur einmal vor in dem. Ich glaube, Bridge kann nur einmal vor, wo sonst erst ein Fan. Ja, beim anderen ist es zweimal gesehen. Egal. Ja, das ist My Old Man. Der dritte Titel ist Little Green. Da wechselt Johnny wieder an Gitarre. Mhm. Und da hat es. Es ist ja also, das ganze Album eben mit dem Titel Blue. Ist jetzt nicht alles auf der fröhlichen Seite. Ja. Und da ist mir einfach aufgefallen. Wir versuchen das nur noch schnell einzuspielen. So ganz einen schönen, fröhlichen Start beim Refrain. Der Text ist jetzt Just a Little Green. Mhm. Und dann schafft es sich aber gerade wieder auf die, ja. Nicht auf die dunkle Seite, aber es ja, wird dann wieder so ein bisschen melancholischer, ja. Trauriger. Ich finde so, ah, schön, jetzt ist man ein bisschen happy und so. Und dann kriegt es aber gerade wieder. Ich glaube, das ist ein bisschen ihren Stil, habe ich so das Gefühl. Bring to school tomorrow, just a little green, like the nights when the northern lights perform. Und ich, aber jetzt wegen der Traurigkeit und Melancholie sind nachher schon noch ein paar Lieder, die so ein bisschen weniger da sind. Ja, ja, das ist richtig. Aber jetzt so die ersten drei, ja, wenn es jetzt drei noch los ist. Mhm. Aber was erwartet man auch im Album, wo Blue heisst los? Ja, logisch, klar. Ja, und da ja, was heisst zum Text? Ja, also das habe natürlich nicht alles so selber herausgefunden. Aber eigentlich geht es darum, dass sie eine Tochter hatte. Und dann hat sie die zur Adoption freigegeben. Genau, da habe ich auch nachher noch gelesen. Mhm. Nach mir kommt es dann nicht offensichtlich zum, ja, Text. Ja, also, wo ich im Text es kommt, ich finde, für mich, ich habe schon gecheckt, dass da irgendwie ein Kind geboren ist und so. Aber ja. Ich hätte jetzt nicht die ganze Story gecheckt. Mhm. Ja, und Joan ist halt jung gewesen und dann hat sie die Kind bekommen mit ihrem dann Ex-Freund und die hat sich dann nach Kalifornien, also ist schon gegangen, ist auch im Text. Und eben hat sie das Kind zur Adoption freigegeben. Und dort ist sie auch noch
relativ arm gewesen, glaube ich. Mhm. Weil das ist noch nicht so. Das war noch Studentin gewesen, ja. Ja. Und was noch gelesen ist, sie hat aber dann später irgendwann mal nochmal so reconnected mit der. Also, die sich nochmal getroffen. Ja. Ja, also auch wieder, wie gesagt, ein trauriger Track. Mhm. Für mich aber so ein bisschen das erste, also es baut das ein bisschen wie auf, so ein bisschen das erste Highlight, wenn man es jetzt der Reihe von genommen hat, habe ich gefunden. Ich habe dann den Merch Track, Carrie, den habe ich besser gefunden. Also der gehört so zu meinen Tops vom Album, weil der ist dann auch ein bisschen, also der hat einfach mehr Orchestration als andere. Irgendwie jetzt immer so, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber so die kleinen Trommeln, so Bongos, glaube ich, oder? So die können wir nicht. Ich kann jetzt nicht mal mehr genau sagen, was es ist, aber so Trommeln, du hast natürlich halt. Recht, das ist so ein Gitarre und Schlagzeug ist auch noch etwas dabei. Aha. Perkussion, was auch immer, ja. Und so eine so Background-Core-Vocals-mäßig, also genau. Mehrere Sänger. Ja, das ist auffallend, oder? Ja. Nach den ersten drei, wo ganz wenig Instrumente verwendet werden, ist da recht dicht gemacht. Genau, und da ist auch so wieder, ja, es ist so Europa, in der Ferien mit Mama, der Carrie nehme ich an. Und eben, es ist so auch ein bisschen schneller und eben auch ein bisschen glücklicher als jetzt die anderen, also weniger melancholisch. Da ist es so. Ich weiß gar nicht, da ist, ich glaube, da ist da, wo sie erwähnt, dass sie in Griechenland irgendwo ist, weil sie sagt irgendwie under the Blabla Moon. Und dann da, also da habe ich da gesucht, so, das, da habe ich jetzt das durch Blabla ersetzt. Habe. Und da ist ein Ort in Griechenland. Ja, und der Wind kommt von Afrika. Genau. Kommt da mehrmals vor, glaube ich sogar. Ja, also in dem Lied. In dem Lied, ja. Ja, ja, ich habe ihn jetzt, also er fällt auf, weil er so anders ist wie die anderen. Ich habe ihn jetzt auch nicht so gut gefunden. Okay. Weil eigentlich gefällt mir eben noch, wenn man sagen, die schwere. Aha. Melancholie in Musik gefällt mir eigentlich halt noch. Ja. Weil noch immer so ein bisschen Happy Sound. Ja. Hat halt nicht die Tiefe vom Leben. Das stimmt. Aber die sind mir, also wenn ich so dann schwere Musik höre, dann würde ich glaube ich etwas anderes hören als da. Ich weiß es nicht, gerade ein Beispiel, aber das ist irgendwie noch so ein bisschen zu. Es ist halt schon recht, ja, ich weiß nicht, ob simpel das richtige Wort ist, aber eben. Zum Teil hat nur Gitarre und Gesang. Ja, sehr, eben. Und ich sehr wenig gemacht. Ja. Ich tue es schon wertschätzen. Das, und finde auch, das ist sicher sehr gut und so. Aber es ist jetzt dann vielleicht nicht etwas, was so richtig würde zuschlossen. Okay, dann der Title Track. Das Fifi Blue. Und da ist jetzt wieder das Klavier. Nur das Klavier. Das ist nur das Klavier, genau. Und auch wieder Toriver. Wie man am Titel schon erkennt. Das ist richtig. Ja, und du hast da ist dir noch etwas aufgefallen. Ja, ich habe also eben, ich kenne den Titel nicht, dann höre ich das erste Mal Blue und dann tönt sie so. Und dann studiere ich so um, das kenne ich. Also die Tonabfolge, genau die Tonabfolge, so die ersten 5-6 Töne, kenne ich irgendwo her, dann kann man es ein bisschen umstudieren. Und dann komme ich dann irgendwann schon drauf. Und ich habe relativ schnell gewusst, das ist von Franz Lehár. Franz Lehár, so ein bisschen der, ja, vielleicht Operettenkönig, könnte man sagen. Das ist schon 100 und mehr Jahre her. Die lustige Witwe ist zum Beispiel eine sehr bekannte Operette von ihm. Und da ist es jetzt. Und Zufall oder nicht. Das ist natürlich original im Deutsch. Im Deutsch. Hab ein blaues Himmelbett, das nennt er so. Die Folge geht dann einfach drauf und bei Johnny geht es da ab. Also ich kippe dann gerade wieder in eine traurige Reihe. Aber eigentlich könnte man da ja sagen, das ist wie ein Sample. Einfach nicht, wie man es heute macht oder dann die richtige Aufnahme nimmst. Oder wie man es heute meistens macht. Wenn man nicht die richtige Aufnahme jetzt da genommen hat, sondern die Tonfolge nachgespielt hat. Und spannend wäre es jetzt, ist jetzt einfach ein blöder Zufall. Aha. Kann sein, man hat nicht so viel Töne zur Auswahl. Ja, wer weiß. Wir können sie fragen. Wir können noch ein bisschen umgoogeln und wir können sie sonst schon mal fragen. Ja, kann man probieren. Kann man probieren. Vielleicht finden wir sie irgendwo im Social Media. Okay. Genau, das ist doch mir, dass man gerade so mich beschäftigt hat.
Ich habe nachher nachgelesen, da gibt es 120 Coverversionen. Alles klar. Von diesem Lied. Ich finde es da viel. Also, schon noch. 120 verschiedene Künstler ansetzen und es irgendwie wollen spielen auf ihre Art, vielleicht ein bisschen verändern. Ja, wie ist beim Text? Ja, der Text. Am Anfang relativ sagt sie, Songs are like Tattoos, aber sie sagt noch nicht weiter, was sie genau meint. Da kann man sich so denken, so, Tattoos, wie sind Tattoos? Tattoos, die machen weh, wenn du sie machst. Und da sie traurige Lieder macht, kannst du denken, vielleicht macht da ihr ein bisschen weh, die zu machen. Aber nachher sind sie eigentlich relativ, wie sagt man, es geht einfach temporär. Beständig oder dauerhaft? Ja, also nachher sind sie eigentlich wie für immer ihre Tattoos sozusagen. Also sie gehen ja nicht mehr einfach weg. Also keine Ahnung, vielleicht ist das so irgendwie, das ist meine eigene Interpretation, so ja, die sind so ein bisschen schmerzhaft zu machen, die Lieder, aber nachher sind sie da für die Ewigkeit und das ist etwas Gutes, nehme ich an. Ja, also Gott, das Tattoo kommt so am Anfang, nachher kommt aber dann mal noch There is a song for you, ink on a pin. Ah. Also da wäre ja auch wieder, das ist im zweiten Vers. Es geht aber immer wieder underneath the skin, an empty space to fill in. Ja, da habe ich keine Ahnung, was du denn meint. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt kommt das dann mit den Tattoos, dann kommt aber auch mit dem Meer, also to see. I've been to sea before. Mhm. Und see ist blau. Sail away. Okay. Ja, das ist schon... Das kommt immer, also... Das ist ein Scheiß für den Lied, der eigentlich zwar nicht so mega transparent mit der Meaning, Bedeutung ist. Und am Schluss, Blue, there is a shell for you. Wenn wir wieder beim Meer, ja, oder? Keine Ahnung, im Fall. So, das ist eine Muschel für dich. Ja, aber... Inside you'll hear a sigh. There is your song for me. Nein, for me. There is your song for me. Also, es ist einfach... Ich weiß nicht, ob es viel mehr drei bedeutet, aber es ist halt oft immer so ein bisschen das Meer-Thema aufgenommen. Mhm. Und aber auch noch. Tattoo ist dann, glaube ich, mehr mit dem Ink und das Skin. Ja. Needles kommt schon mal noch vor. Ja. Aber was ich auch noch gefunden habe, ist, Hell is the hippest way to go, sagt sie. Mhm. Sie ist sich da nicht so ganz sicher. Oder, ja. Und dort habe ich dann gelesen, dass das so ist. Weil in dieser Zeit ist ja das so Counter-Culture-Zeit gewesen. Auch mit den Hippies. So Hippies, Hippest Way. Und dort sind ja auch die jungen Leute dann nicht mehr so Chile-affin gewesen. Jedenfalls gegenüber der katholischen Chile, der christlichen Chile. Wie jetzt so die Leute vorher. Dann ist es vielleicht so Sünden bringen einen ja eigentlich in die Hülle und sie juckt jetzt nicht mehr, die Leute. Mhm. Also die gehen eigentlich, sie leben eigentlich dann in Sünde in den Augen der Katholiken, aber für sie ist eigentlich ein hippe Leben. Der nächste Titel ist California. Yes. Das ist mein favorite Track. Das ist dein favorite Track, okay. Yes. Kannst du den nochmal nachhören? Die habe ich, muss ich sagen, die ich vorher schon kennt, durch meine Discover Weekly Playlist. Okay. Hast du mal drin gesehen? Da kommt ein neues Instrument dazu. Man kann sagen zwei, aber das eine ist schon mal scheinbar vorher vorhanden, aber da hört man es sehr gut, glaube ich. Nein, man hört es mit anderen noch besser. Aber wir können es jetzt schon erwähnen. Also das eine ist die Pedal Steel Guitar. Mhm. Ich muss jetzt einfach mal googeln. Das ist, verdammt, man sagt schon, das ist eine Gitarre, die liegt aber, oder ist es auf einem Ständer montiert und hat noch Pedale zum Tonhöhe. Und sie ist aus verändern. Stahl. Stil. Ja, gut. Stahlseite, aber es ist am Schluss ist es, nicht Holz. Nicht akustisch auch nicht. Es ist eigentlich dann eine elektrische Gitarre. Ach schon? Ich würde sagen, vom Sound her. Okay. Hast du schon das Gefühl. Und war auch noch nebst Gitarre und ich glaube noch ganz viel, ein bisschen Schlagzeug, Perkussion, kommt noch. Wenn man es auch richtig ausspricht, vielleicht mir nachgeschaut. Ein Dalsimer. Mhm. Ja, ein Hackbrett, aber eigentlich irgendwie auch nicht. Genau, die Übersetzung. Also Hackbrett stellen wir uns in Europa etwas anderes vor. Und das Instrument, da findet man auf Wikipedia, da hat es irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft. Und da besteht aus drei Seiten, hat man auch so auf den Knie
ist dann so ein bisschen gitarrenmässig. Er spielt ein bisschen ähnlich wie die Pedal-Steel-Gitarre, aber da ist halt sehr ein altes Instrument mit nicht so grossem Resonanzkörper. Man hört es aus, wie es ein bisschen scheppert eigentlich. Es hat nicht so einen schönen Klang wie jetzt eine Gitarre. Hat nicht so einen reinen Klang. Nicht so einen, ja, kann man so sagen, genau. Darum, glaub ich, kommt die drei Titel vor und da hört man es zum ersten Mal, glaube ich, auch ein bisschen raus. Ja, da bei diesem Lied ist jetzt auch wieder nicht die High, sondern sie ist in Paris, France, wie sie relativ am Anfang sagt. Und sie liest so Zeitung und sie liest vom Krieg. Und sie hat ein bisschen Highway, sie wird High. Und ja, ich erzähle es vielleicht ein bisschen in der falschen Reihenfolge. Sie trifft auch noch, irgendwie sagt sie auch so, sie trifft einen Redneck, wo die und die Tanz gut können. Und dort hat es noch ein bisschen Humor, also Humor, so ein bisschen witzigere Stelle, finde ich. Dort sagt sie so, die hat ihre, also he gave me back my smile oder so. Also hat sie auch wieder glücklich gemacht. Aber dann sagt sie gerade, but he kept my camera to sell. Ich habe das erste Mal gehört, auch noch lustig gefunden. Und ja, dann ist sie auch mal noch in Spanien, glaube ich. Und dort lesen die Leute Rolling Stone und die sagen so, ja, wie lange kannst du noch da bleiben? Und sagt so, ja, eine Woche etwa, bis ich braun gebrannt bin. Also hat auch wieder so mit Reisen zu tun, habe ich das Gefühl. Das ist auch ein Ohrwurm-Track für mich, also noch am Intro von dem Album. Ja, weißt du da noch so? Für mich, ja. Es ist dann schon eben, I'm going home to California. Aber wie du gesagt hast, das ist dann so, das Highway. Darf ich wieder zurückgehen. Wie ursprünglich ist es eine Kanadierin. Stimmt. Ja, da ist noch etwas, was ich erst vor kurzem dann nachgeschaut habe, was das jetzt eigentlich echt ist. Sie sagt so, I'd even kiss a sunset pig. Das ist echt so, ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist echt ein Schwein. Irgendwie so ein spezielles in Amerika, keine Ahnung. Aber das ist gemeint, weil so pig, das sagt mir auch der Polizisten, so umgangssprachlich. Und das ist anscheinend Polizist von Sunset Boulevard. Ich weiß nicht, vielleicht sind die irgendwie speziell aggressiv gewesen oder so. Aber ja, sie würde sogar so einen küssen, wenn sie heim wäre, wie sie so sehr heim wird. Ein bisschen berüchtigter Polizist gewesen. Ja, vielleicht. Also, wir gehen zum nächsten Track. Ja. Siebtens, This Flight Tonight. Ist jetzt da wieder Gitarre oder ist jetzt da auch wieder so ein Hackbrett? Ja, vielleicht so. Nein, das ist so eine normale Gitarre. Okay. Ja, da fliegt sie im Flugzeug. Und sie bereut, dass sie im Flugzeug ist. Sie sagt, ja, das Flugzeug soll wieder umtrüllen. Also sie sagt Bird, aber das ist ziemlich sehr das Flugzeug. Und da jetzt eine Stelle, die habe ich sehr geil gefunden. Dort sagt sie so, ja, sie hat Kopfhörer an. Und in den Kopfhörer hört sie. Und dann hört man sozusagen wie im Lied, ein Lied, das sie hört. Ja, da ist mir aufgefallen. Und es tönt halt auch so, wie über Kopfhörer und so ein bisschen komprimiert und so. Und es ist auch noch die andere Musik drunter, die sonst läuft. Das ist noch ein cooler Moment, so Lied im Lied. Ja, das ist mir aufgefallen. Das ist speziell dort, ja. Das ist cool. Und weil abgesehen von dem macht auch nicht so viel. Also eigentlich nicht mehr. Ist mir jetzt auch nicht so viel hängen geblieben. Mhm. Was ist hängen geblieben beim nächsten? Bei River? Dass es traurig ist und um Weihnachten geht. Das merkt man schon am Anfang. Genau. Weil da, sie sitzt wieder am Klavier, nur Klavierbegleitung. Und man hört Jingle Bells angespielt. Mhm. Aber es geht ein bisschen anders weiter. Also es ist nicht das richtige Jingle Bells, habe ich das Gefühl. Ja, es ist halt angetönt. Also, dass eigentlich jeder merkt, wir sind in der Weihnachtszeit. Jetzt ist es ja nicht mehr Jingle Bells, mache ich. Mal immer noch. Aber das ist einfach nicht fertig gespielt. Aber es macht doch nicht. Der Rhythmus ist ein bisschen anders. Aber jetzt ist es nicht mehr. Aber es ist nicht schon so relativ lang. Ding, 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 ding. Ja, da ist nur der Rhythmus ein bisschen verändert. Okay. Jetzt ist es wiederholt. Ja, okay, dann. Zweimal das gleich. Da kommt nochmal Jingle Bells. Ja, jetzt verändert Harmonie, oder? Und dann ist es etwas anders, aber es ist, kennt es ja gerade. Ja, das schon. Aber es ist natürlich nicht 1 zu 1. So, das ist es nicht. Aber die Anspielung ist offensichtlich. Ja, und in dem Lied wird sie einfach weg, verstehe ich so. Also sie wünscht, dass der
Fluss wahrscheinlich zu früher zum Sinn so weg skaten kann. Genau, er kann skaten away. Ja, aber sie sagten, ja, da ist es nicht so kalt, so passiert das nicht. Wahrscheinlich ist in Kanada noch einer passiert. Ich denke es, ja. Passiert das sicher. Aber sie wollen nicht nur wegskaten, sondern irgendwann sagt sie an, sie würden wegfliegen. Mhm. Sie würden irgendwie ihren Füß lernen zu fliegen oder sowas. Ja, so vom Stil her ja ähnlich wie den anderen Titel, eben jetzt so Klavier begleitet. Darum hat es ja etwas Außergewöhnliches oder so passiert eigentlich nach mir nicht. Der Text, wie du gesagt hast, sie wollte eigentlich weg. Jetzt ist das Ganze passiert in der Weihnachtszeit. Also, es kommt am letzten Vers noch vor. Und dann kommt, glaube ich, auch nochmal gegen Schluss, wird nochmal Jingle Bells angespielt. Wie es am Anfang auch ist. Mhm. Da habe ich irgendwo dann geschrieben, The Saddest Christmas Song. Kann gut sein, also ich aber ich glaube, habe ich auch irgendwo noch gelesen, wird, glaube viel gespielt an Weihnachten. Okay. Ich noch wieder. Ist hängen geblieben über die 50 Jahre auf jeden Fall. Mein Favorit ist der nächste. Das ist auch der meist gespielt. Okay. Zufall. Wie nein, ist mir eigentlich offensichtlich wieso. A Case of You. Mhm. Weil er ist. Eigentlich ist er ein bisschen normal. Also wir haben schon wieder die Dalzimmer dabei. Da hört man sehr gut am Anfang, das muss man hören. Das ist 9 hören, Case of You. Da hört man so ein bisschen das Scheppernde. Und es kommt dann gegen Ende vom ersten Vers kommt die Gitarre dazu und dann glaube ich im zweiten, ich glaube nochmal eine mehr und ganz leise noch irgendwie ein Schlagzeug. Was aber dann wieder ein bisschen normal macht, oder? Es ist dann ein bisschen, es ist halt nicht nur Sängerin und ein Instrument. Mhm. Ja, also sondern da ist so ein bisschen eine Band dabei, ja. Ja, wegen der Gitarre ist, glaube ich, so, die erste Gitarre hörst du nur rechts, dann kommt irgendwie die zweite und die ist links. Oder ja, der Dulzimmer kann. Ja. Nein, die hörst du am Anfang schon. Ja, dann steht wahrscheinlich da rechts. Sein, aber auch, ja, das ist auch möglich. Okay. Ja. Jedenfalls etwas rechts und nachher kommt noch etwas anderes, da ist links. Ja, wenn ich da finde, also Text und Musik passen gut zusammen, da meine ich jetzt nicht den Textinhalt. Mhm. Aber bei anderen Liedern von ihr, es ist, der Text ist zentral, da hat ja auch gesungene Melodie. Die Begleitung ist ja dann ist ja nicht gleich, die gleiche Melodie quasi, sondern es ist so begleitend. Und da wirst du jetzt für sich allein wahrscheinlich nicht hören. Und bei dem da, bei Case of You, habe ich das Gefühl, da könntest du jetzt auch den Gesang weglassen, die Instrumentengruppe, das würde auch gut tönen für sich. Da meine ich, mit Text und Musik passen gut zusammen. Okay. Und darum ist wahrscheinlich, das ist jetzt meine Behauptung, auch ein erfolgreicher Titel. Ich kann sagen, weil es auch noch, oder halt noch zusätzlich unwahrscheinlich, es ist so ein relativ straightforward, wie man so sagt, Liebeslied. Also, wenn ich mich recht erinnere, ist es jetzt nicht so wie bei anderen Liedern, wo es nur so eine Komplexität dazu hat. Bedeutet ja die ganz, also sie macht so Parallelen zwischen wie und ihrem Freund oder Mann und sagt so, ja, I could drink a case of you, also ich könnte eine ganze Schachtelbox, halt so, wie ist also Cases, oder? Mhm. So ganz könnte sie von ihm trinken, wenn er ein Wein wäre. Und sie war immer noch auf ihren Beinen stehen. Also sie kommt nicht genug über so. Mhm. Und dort ist er relativ, es ist so ein Liebeslied und es hat nicht nur die anderen Elemente, so wie ich mich erinnere, von anderen Liedern, was dann zum Beispiel auch ein Liebeslied ist, aber dann noch ist so, ah nein, bei uns ist doch nicht alles gut. Also ich kann auch mir vorstellen, dass du da dann eine Popularität gewonnen hast. Also 92 Millionen Streams auf Spotify, Stand jetzt. Gehst du jetzt noch 91 irgendwas gehabt? Okay, ja, steigt, ja. Es dreht sicher damit dazu bei, ja. Mhm. Ich habe es jetzt nicht so, also eben sicher nicht schlecht, aber ich habe es nicht so mega rausstechend sonst gefunden. Mhm. Sollen wir gerade zum Letzten? Was können wir machen? Okay, das Letzte ist The Last Time I Saw Richard. Und es ist wieder Piano. Ja, genau. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel. Es ist auch wieder auch ein Sad Song. Was ich mir da notiert habe, ist das so ein bisschen, also die eine Person hat eine pessimistische Sicht auf Liebe und sie hat aber die optimistische Sicht. Also ich glaube, die sagen so, ja, wir müssen jetzt nachschauen. Irgendwie so, ja, du bist ein betrunken in der Bar, irgendwas, keine Ahnung. Traurig in der Bar, am Trinken.
Ja, also er sagt so, dass sie auch irgendwann zynisch werden muss, aber sie wird nicht. Also ich denke nicht, dass es so sein wird. Es ist halt schon Romantikerin. Ja, da wird sie bleiben. Genau. Ja, ich glaube, das ist so Geschichte. Message dahinter, genau. Okay, 30 Sekunden. Das ist der Schluss. Klavier. Es dreht sich aber jetzt um die den letzten Akkord. Der perfekte Schluss für das Album, das Blue heisst. Schon noch. Oh, ja, so hört. Oh, wenn wir jetzt für die Platten sind, so hört die auf. Ja, ganz sicher etwas überlegt. Jetzt bin ich ja auch nicht so obersuper Musiktheoretik-Experte, aber es gibt ja die Blue Notes. Okay. Blue Notes, Blues Tonleiter, Blues Töne. Ist denn drin, ob jetzt das da eine ist? Ich will mal stark davon ausgehen, dass das natürlich der Akkord auf den Blue Notes basiert. Ja. Dann wäre das ja das Album gewesen. Also ich höre Empfehlung ab, wo man sich mal damit beschäftigt hat. Ja, das würde ich auch sagen. Also sicher mal hören. Eben, es ist einfach nicht so etwas, was jetzt ich mir so die ganze Zeit gönnen würde. Und ich habe das Gefühl, dass so das ist, glaube ich, noch oft bei Folk so. Ich würde sagen, das ist Folk, oder? Da ist in dieser Zeit ist sicher noch Folk gewesen. Genau. Es ist so sehr gut für Live-Auftritte ausgelegt, würde ich sagen. Weil eben, es ist einfach sie, die singt und nicht viel Instrument. Und dann eben so, abgesehen von jetzt der Steel Pedal und dem Hackbrett, wo kein Hackbrett ist und so, dann auch noch relativ, also halt Klavier und Gitarre halt, das ist halt so, da hat noch, Gitarre kann gut mitnehmen und Klavier hat so jeden Ort, wo du so im Kaffee, wo du vorspielst, gar nicht. Ja, das stimmt, da hat es auf sehr vielen Orten, vor allem am ersten, wenn man darauf achtet, wo überall Klavier steht, ja. Das ist Wahnsinn. Was noch erstaunlich ist, habe ich aber auch jetzt nachgelesen, ihre linke Hand ist nicht so möglich gewesen. Und zwar hat sie als Kind Kinderlähmung gehabt. Okay. Und der bleibende Schaden war, dass ihre linke Hand, also sie hätte sie ja können brauchen, sie hat auch Gitarre gespielt, normal, also mit der linken Hand Griff. Aber sie hätte doch ein bisschen tricksen. Okay. Mal nachlesen. Krass. Aber da ja, hat nicht aufgegeben. Ich meine, jetzt bin ich auch beim Klavier, brauchst du schon beide Hände. Ja. Die linke vielleicht, je nachdem, ein bisschen mit tieferen Tönen. Aber da ist ja so ein bisschen, gell? Aber das ist schwer. Oder so. Okay, kann ich. Aber ganz, ja. Tolle Leistung. Krass. Ja, so, nächstes Mal. Nächstes Mal gibt es John Lennon, The Plastic Ono Band. Ich habe es irgendwann mal gehört. Ich habe gesagt, ich habe nicht mehr so viel, außer so zwei, drei Lieder. Von dem her freue ich mich, das nochmal genauer zu hören und mir Gedanken zu machen und mich einlesen und so. Und du hast auch noch nie ganz gehört, bis auf ein paar Songs, oder? Ja, ich habe so am Stück habe ich es, glaube ich, noch nie gehört. Ja. Ja, relativ, also ich kenne einige Lieder draus, ja, aber jetzt mal so also bewusst ansitzen, sich damit beschäftigen. Und dann das Gesamtwerk. Das freut so. Mich jetzt schon, ja. Genau. Gut, dann das wäre für nächstes Mal. Das wären schon die 8 Folgen nächstes Mal. Dann danke fürs Zuhören und loset Plastic Ono Band. Ciao. Tschüss.